Achso, das ist die Kanone. Okay. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind hier drauf. Aber hier ist nichts weiter. Na gut. Das ist also die Kanone. Und da kommen wir auch nicht rein. Beziehungsweise noch nicht. Wollen wir hier hochgehen? Oder müssen wir darauf die Kanone kaputt machen? Achso, jetzt sind wir hier. Das Ding ist da hinten, wo wir rein müssen. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Oh. Hier ist sogar ein Eingang. Nee, hier waren wir drin, ne? Wir müssen da drüben rein. Aber, wo sind wir hier jetzt? Ne, bei der Kanone oben. Machen wir es halt so, ne? Machen wir die kaputt. Okay. Bringt das eigentlich was? Wird irgendwo noch ein Eingang? Nö, wir sind wieder hier. Hallo? Toll. War ich nicht. Nein. Ist nicht deiner. Jugendtasche ist falsch. Ja, ich weiß. Hier waren wir halt drin. Genau. Dann waren wir da oben. Kann man damit eigentlich hochfliegen hier? In der Mitte? Ja, kann man. Wow. Gut zu wissen. Warum habe ich das nie gemacht? Was ist das denn hier? Können wir die öffnen? Falsch. Ja. Wow. Da habe ich fast... hätte fast einen Abgang gemacht. Also zumindest in die Dinger rein. Wir müssen... da müssen wir runter, ne? Da müssen wir rüber. Autsch, das war ein bisschen Schaden. Naja, egal, passt. Hallo? Mir kommt die Stimme so bekannt vor von Tuli. Von Tuli. Die sind immer noch da, okay. Okay. Was haben wir hier drin? Eine Kammerkrieger-Breitschwert. Klar. Bin dann weg. Das hier. Jetzt eher nicht. Deswegen egal. Komm, das kann weg. Ich wollte das machen. Aufwärts. Okay, achso, das war das hier, alles klar. Welche fehlen jetzt noch? Das hier?
Genau, das war da drin. Und zwar das Untergeschoss. Ist da. Warte mal. Das sind die Eingänge gewesen. Da kommen wir so rein. Frage ist, wie kommen wir denn da unten hin? Aha. Nein. Okay. Aufwärts. Ah, dass er kein Gehirnerschütterung davon kriegt. Gut. Der eine ist auf jeden Fall da drüben. Frage ist, wie kommen wir denn da hin? Und welche Seite war das? Warte mal. Hallo? Ich will dich kaputt machen. Nein. Toll. Toll, toll. Ach so. Nice. Wow. Ich muss dahin. Ich muss auf das Schiff rauf. Muss hier hoch. Nee, 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 nee. Hat aber nicht so geklappt, wie ich das wollte. Indem ich das kaputt mache. Die Kanone ist gemein. Warte mal. Hier. Okay, das war hier. Ne, hier hatten wir ja nichts mehr. Das war nur noch da drüben. Aber die Frage ist halt, wie? Kanone habe ich da kaputt gemacht. Aber noch kam ich in den Raum nicht rein. Ey. Hallo? Tschüss. Nur weil ich auf diese scheiß Kamera gekommen bin, eben. Na gut. Dafür landen wir wieder hier oben. Da wollte ich wieder rein. Was passiert mir? Natürlich so ein Mist. Das war das hier. Hier war aber nichts weiter, ne? Ups, nein. Ich werde sonst gleich zerquetscht. Komm ich da überhaupt hoch? Ja. Was bringt das hier oben? Außer, dass man da wieder rauskommt. Oder? Yep. Ja. Okay. War wohl nix. Es geht hier auch nur das hier. Hier sind wir auch draußen, ne? Genau. Komm da denn? Kein Schimmer. Ich geh jetzt mal wieder nach oben. Und geh drüben raus. Gut. Beziehungsweise geht er drüben runter. Und da müssen wir nämlich reinkommen. Hallo. Tschüss.
Da wollte ich rein. Okay. Hier ist ja nichts weiter, ne? Ups. Außer die Dinger. Und das bringt ja nichts. Ich sollte mich mal heilen. Sehe ich gerade. Ich trinke mal warm mit mich. Und futter die dubiose Matsche. Na lecker. Naja, Hauptsache, die bringt was. Das haben wir da. Wo sind wir eigentlich, wenn wir hier nochmal hochgehen? Weiß ich gar nicht. Da waren wir hier draußen. Was ist eigentlich, wenn ich hier... Geht das? Nee, schade. Ups. Wie komme ich denn da rein? Bin ich denn wieder hier drauf? Ist denn ein Hintereingang? Irgendwo? Nö, da ist keiner. Okay. Komm ich denn da rein? Bestimmt ganz einfacher Weg. Ich bin einfach nur zu blöd wieder. Würde mich halt nicht wundern. Das ist komisch. Okay, hier war ich. Was ich noch nicht geguckt habe. Vielleicht hier rauf. Um vielleicht so zu dem Ding zu kommen. Hallo. Aha. Okay. Colleen, komm her. Guter Wind! Und dann hat sich das geöffnet jetzt, alles klar. Das letzte ist da. Aber wie kommen wir denn da rein jetzt? Das ist jetzt noch die nächste Frage. Wie kommen wir da rein? Hat sich noch was geöffnet vielleicht dadurch? Oh Mann, warte mal. Eigentlich kann ich ja... Brauche ich ihn nicht nutzen. Moin Michi. Und dann ist er nämlich erstmal aufgeladen. Alles gut bei dir? Das ist zu... Bei mir ist auch nicht viel los. Eigentlich habe ich gefragt, ob alles gut bei dir ist, aber gut.
komme ich da denn rein? Dann muss ich halt da und dann komme ich da hoch. Aber wie kriege ich das denn auf? Warum kann man das anvisieren, wenn das nicht funktioniert? Okay. Muss ich das machen irgendwie? Warte mal. Wenn ich da wieder hochgehe. Aber hier die Kanone drin. Die ich zerstört habe. Oh, hier kann ich auch nichts machen. Hier geht auch nichts mehr. Hier muss ich vor allem runter. Komme ich denn da nur rein? Warte mal. Hat die einen Leerkörper da drin? Die Kanone? Wo bin ich hier? Mitten in der Kanone, alles klar. Also nicht das, was ich dachte eben. Muss ja noch darüber. Ups. Das Ding kann ich halt bewegen hier. Aber das bringt halt auch nichts. Das ist halt das letzte Ding, was noch gemacht werden muss. Mist. Geht denn das? Kannst da nicht durchpusten, ne? Das geht nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Warte mal. Das kann er nicht runter, ne? Jetzt klemmt er da drin, alles klar. Okay. Das geht also nicht. Oder? Tschüss. Vielleicht brauche ich das da unten, ja. Wer weiß. Aber der Eingang war hier, ne? Tschüss. Kriegst mich nicht. Nein. Hab ich doch gesagt, du kriegst mich nicht. Wo war der Eingang da? Nein, du Kanone. Vergiss es. Oh Mann. Da ist das Ding. Da ist es gelandet. Das bringt mir wahrscheinlich echt nichts. Warte mal. Warte mal. Ups.
Das kann ich rankleben. Was ist, wenn ich das bewege? Gar nichts. Dann geht's wieder ab, scheinbar. Ach doch. Aber bringt das was? Scheinbar nicht. Ja, glaube ich aber nicht. Weil da oben war einfach nur eine Kanone. Die ich kaputt gemacht habe. Und ich vermute mal, das bringt eh nichts, wenn ich das so mache. Was, wenn ich die hier nutze dafür? Aber so? Aber so? Natürlich ist das richtig gewesen. What the fuck? Ehrlich jetzt? Halt, stopp. Natürlich war das richtig. Wow. Hallo, na du? Gefrier. Aha. Wow. Das wollte ich nicht. Naja. Geht doch. Da stand ich ja richtig auf dem Schlauch. Geschafft, Link! Alle sind entriegelt. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Was ich mich immer frage, warum reden die hier oben? Also warum ist hier oben Synchro bei den Ganzen und andere Stellen musst du da selber lesen? Ist auch so merkwürdig, anstatt das komplett zu synchronisieren, finde ich. Naja. Die hätten es echt selber komplett synchronisieren können, ruhig. Speichern. Ja, gut, Synchros kosten aber auch ganz schön Geld, ne? Muss man auch bedenken. Mir hier noch immer einen Eiszapfen? Hier draußen, ne? Ja. Damit kann ich wenigstens Gegner einfrieren. Zack. Das ist ganz gut. Einige des Windtempels. Postgeira. What the fuck? Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Stützen wir ihm die Flügel. Die Sache ist, wir haben extrem viele... Was für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! Nein, nein. Wir haben extrem viele Pfeile bekommen.
Ich muss, wahrscheinlich muss ich unter ihm. Oder das da. Kriege ich das so hin? Nee, natürlich bin ich scheiß Position. Bin zu weit oben. Er ist gewaltig, aber wir schaffen das ganz sicher. Okay, aber gut zu wissen, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Erst muss man... Was? Erst muss man alle entriegeln, dass man sie wieder verriegeln kann. Ja, so eine Art. So eine Art. Komm, mach. Greif an. Verdammt! Ich muss doch irgendeinen Schwachpunkt haben. Ja, hier. Würde ich sagen. Nein. Da ist der Schwachpunkt. Aha. Wow, was ist das denn? Was ist das? Ja, tschüss. Kann ich das hier nehmen? Nice, ich habe getroffen. Dann... Und wieder getroffen. Okay, damit funktioniert es nicht so, wie ich will. Zweite Phase. Scheiße. Ich will da nicht rein. Wenn wir da reingeraten, sind wir geliefert. Ja. Kann ich mir schon denken. Oh! Hat er die wiedergeholt? Ups. Ey, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich liebe es, ja. Vorsicht! Oh Mann. Schon wieder falsch. Na gut. Dann falle ich da halt mal rauf. Oh, das geht auch? Okay. Er kommt schon wieder von uns. Ja, ich weiß. Nein. Das war jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. Hab dich. Super, Link. Da musst du. Wo bist du? Da bist du. Okay, das hat nicht geklappt. Ich muss mich heilen, sehe ich gerade. Das Problem ist, der macht wahrscheinlich gleich diesen Wirbel wieder, ne? Ja, macht er. Autsch. Wow, schon wieder? Wie weit gehen die Wirbel denn? Schon. Nur noch ein bisschen, Link. Ich weiß. Das Problem ist, jetzt dahin zu kommen. Nicht zu gehen. Mist. Habe ich ihn nicht erwischt. Sache ist. Nein. Das war sich gerade versucht, klappt nicht. Ich hoffe, diesen Sturm hilft.
Ja, yeah, ich weiß. Ah, jetzt hat er es wieder geholt. Toll. Und die Aufladung ist gerade nicht da. Mist. Hm, ups, nicht das. Das hier. Und das hier. Natürlich war das nicht nah genug. Schon wieder nicht. Jetzt haut er wieder ab. Da kommt er. Geht das? Aber da muss ich sagen, der ist einer der einfachsten gewesen. Bis jetzt. Da waren die anderen beiden schwerer. Ich glaube, ich hätte ihn auch noch viel schneller erledigt eben. Naja. Jetzt könnt ihr ihn. Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orn. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an. Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen.
Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Und wenig später besuchte mich eine der Weisen, die Weise der Zeit. Ziel ihres Besuches war es, den Orni einen Auftrag zu erteilen. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat! Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf! Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden?
Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen. Ja, da fehlt nur noch einer jetzt. Di-di-di-di-di-di. Na klar. Natürlich schmilzt alles instant. Ihr habt's wirklich geschafft. Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelsarche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Julien, du hast dich mehr als bewiesen. Aber Papa, der Bogen da, der war doch, dir doch immer so lieb und teuer. Und den willst du mir schenken? Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Papa. Danke. Ich will dir mit dem beweisen, dass ich wirklich ein echter Krieger geworden bin. Eine Sache ist da aber noch, die mich stört, Link. Die Frau, die sich die Weise der Zeit nannte, die uns erschien, als ich den Mysterienstein empfangen hatte. Sie sah Prinzessin Zelda nicht nur ähnlich, ich kenne die Prinzessin und das war ganz sicher sie, kein Zweifel. Und doch sagen viele, sie hätten die Prinzessin erst kürzlich gesehen. Wir müssen herausfinden, warum. Aha. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelsarche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer dran, mit meiner Macht als Weise werden du und ich nun immer zusammenreisen. Schwur von Tulin, Weiser des Windes, zeichne es Paktes mit Tulin, dem Weisen des Windes. Ruf damit den Geist von Tulin herbei oder entlasse ihn. Also so wie immer. Okay,